Ja, komm schon! Ja, oh mein Gott! Er ist weg! Da geht Kaspar von Knall. Mach's gut, du Lappen! Mach's gut, du Lappen! Genau, bam, Junge! Er ist nochmal doppelt explodiert. So muss das sein. So ein Feuerball. Willkommen zu RF Woodbridge. Willkommen zurück zu diesem unfassbar legendären Flugplatz der Superlative. Willkommen zu Lancelot 10. Eigentlich Lancelot 11. Wir haben beim 1 Gum Safe hingelegt, weil ich irgendwie über mich selbst mich beschwert habe. Naja, so viel dazu. Es geht los. Briefing. Jetzt haben wir die nächste Hauptmission. Operation Zeus. Wir haben super viele Bonis und ohne viel Lamentieren, Leute. Los geht's. Auf zur Unendlichkeit. Auf zu ungeahnten Vorstellungskräften. Operation Zeus. Bro. Irgendwas sagt mir, wir schaffen die Mission, aber es gibt keine Überlebenden. Was habt ihr gesagt da hinten? Nichts, nichts, überhaupt nichts. Ich bin der Pilot, ich weiß, was ich tue. Das sind 2 Luftwaffenstützpunkte. Dann haben wir aber, hoffentlich genug Bomben, nicht nur 2. Okay, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Wir rechnen bei dieser Mission mit heftigem Widerstand. Dann rufe ich die Spitfire erst kurz bevor wir da sind. Wir fliegen schon mal nach oben. Wenigstens auf mittlere Höhe, damit wir dann entscheiden können, wo wir hinwollen. Machen wir die Luftaufklärung. Die Aufklärung über Funk anfordern. So, los geht's jetzt. Ja, ist eigentlich zu spät, aber... Oh, ist aber schönes Wetter, oder? Schön bewölkt. Toll. Okay, und los geht's. Und schon startet der Widerstand. Ich überlege, ob ich schon mal ein bisschen Sprit noch sparen soll. Ich überlege, ob ich den Funker... Ich überlege, ob ich auch mal den... Nee. Ach du Scheiße. Das brauche ich jetzt nämlich gar nicht. Es war nur einer von denen, Gott sei Dank. Achtung, Korktiger! Oh mein Gott, es ist einer der beste Pilot! Warte mal, jetzt wissen wir nicht mehr, wo wir hinfliegen, oder? Doch, wir haben noch 12% Navigation, toll. Ja, ich weiß. Gut, dann gehen wir wieder runter. Sturzflug! Kollision wäre auch lustig, wenn es das geben würde, ne? Ich glaube, das gibt's nicht. Das wäre ja so lustig. Nee. An der Flak bitte vorbei. Ich bin jetzt mal ausnahmsweise vorsichtig. So. Sehr schön. Ich muss gucken, wann ich die Spitfires rufe. Zu früh, zu spät. Bis jetzt war es meistens nie so gut gewählt. Aber auf jeden Fall, wenn wir gleich über dem Gebiet sind, wahrscheinlich. Ach du Scheiße, Knauf! Meine Güte! Das ist jetzt überhaupt nicht gut. Okay, auf zum Ziel. Okay, sehr gut. Wir navigieren zwischen den... Wir sind ja schon reduziert, was ja gut ist. Ach du Scheiße. Guck mal da, wie groß das ist. Guck mal, da müssen wir hin. Das ist echt weit. Okay, wir gehen nach oben. Das kostet jetzt natürlich auch Sprit, aber wenn wir oben sind, dann ist es erstmal gut. Dann gehen wir jetzt trotzdem auf... Nee, wir sind noch auf Mager, oder? Nee, sind wir nicht. Ach du Scheiße. Nur einer, das ist natürlich so super. Klingt so richtig gut, ne? Komm, Rasentod. Los! Schlag nicht den Rasentod.
Ja, ist eine Me 206 Dingensbummens. 262, richtig? Ach, ich vergesse das doch ständig. So. Oh, Gott sei Dank. Okay. Kein Problem. Ich komme wieder zurück. Wir sind ein bisschen in der Flak. Können wir denn hier oben navigieren? Können wir. Wir können also ein bisschen Flak ausweichen machen. Okay, alles gut. Alles gut. Ja, das habe ich jetzt nicht gesehen. Entschuldige. Excuse moi. Bin immer noch getroffen. Das war natürlich... Okay, jetzt haben wir es, glaube ich. Okay. Ich glaube, ich würde eher die Spitfires rufen, wenn wir die Bomben abwerfen. Oder wirklich die Luken öffnen. Irgendwie so. Weißt du? So. Irgendwie halt. Bin mir nicht sicher. Wir können sie auf den Rückweg dann wahrscheinlich nochmal rufen. Aber jetzt sind wir hier oben. Jetzt macht das wenig Sinn. Ja, ich weiß ja nicht. Oh, da können wir ein Bild machen. Wir haben aber alles in unserem Flugzeug, was wir haben wollen. Schade, dass wir es nicht noch weiter pimpen können. Das ist wirklich schade. Sie schicken Waldau in... Okay, es geht los. Es geht los. Okay, aber noch nicht. Erst wenn wir runtergehen. Obwohl, es ist nicht mehr weit. Ich meine, ich kann die einfach mitnehmen dann. Okay, dann machen wir das. Scheiß drauf. Und los geht die Action, meine Damen und Herren. Nee, nicht Ausstieg. Gut, jetzt müssen wir erstmal alles wieder besetzen hier. Jetzt kurz warten, dass wir die abknallen können. Okay. Machen wir noch das Bild? Nein, wir machen jetzt nochmal die Mission. Okay, erster. Ich denke, ob wir eher die vordere Kanone besetzen. Ich weiß es gerade nicht so wirklich. Achtung, bereit machen! Scheiße. Ja, sehr gut! Ziel zerstört. Auf zum nächsten. Super Sache, super Sache. Na, jetzt kann ich es nicht löschen, ich Trottel. Ich Vollidiot. Jetzt hätte ich auch einen anderen dahin schicken. Löschen. Okay. Alles gut, alles gut. Guck mal, wir haben alles abgewehrt. Ist nur ein Motor im Rennen gewesen. Einer von denen, die immer brennen. Wir gehen nochmal ein bisschen auf Sprit sparen. Okay, da gehen die Spitfires. Wahrscheinlich können wir sie gleich nochmal rufen, wenn wir nicht sterben würden. Ist irgendjemand krass runtergeschossen? Nee, ne? Gut. Gut, das ist der nächste. Ich glaube, wir werfen alle Bomben ab und scheiß drauf. Wenn ich jetzt hochgehe, sind die dann immer noch ausgewählt? Tatsächlich, okay, das können wir uns mal merken.
Können wir kurzzeitig dahin gehen? Okay, schließen. Auf nach Hause. Auf aktivieren. Auf nach oben. Wir gehen auf Turbo, wir wollen nach oben. Genau, panzerbrechend. Okay. Alles gut. Wir haben sogar noch Raketen. Raketen! Wir feuern die jetzt ab. Wenn wir die mal los sind. Weil die machen ja eh nicht so viel Damage gefühlt. Kaspar von Knall! Oh! Ich glaube, der ist richtig böse. Ich kann mich nicht mehr so richtig daran erinnern. Kommt, der macht Peng, Peng, Peng und wir sind tot. Okay, wir haben... wir müssen wechseln. Ich glaube, der hat eine Rakete. Raketenflieger. Komm schon, noch ist er ein bisschen weiter weg. Da kommt er. Ja, komm schon, ja, oh mein Gott, er ist weg, da geht Kaspar von Knall, mach's gut, du Lappen, genau, bam, Junge, er ist nochmal doppelt explodiert, so muss das sein, so ein Feuerball, okay, ich bin einfach der Beste, weißt du, ein Rage Quit und schon gebe ich mir Mühe, einfach mal lesen und so. Der ging mit dem Knall, auf jeden Fall. Alter, die Rakete noch hinterher. Double Tap, Junge. Doppelt hält besser einfach. Ist aber auch so. So, jetzt können wir hier oben chillen. Brauchen wir weniger Treibstoff, weniger Luftwiderstand. Nö, so war das doch. Weil wir können aber auch normal schnell fliegen, glaube ich, gerade. Dann machen wir noch einmal Mager und dann chillen wir halt hier oben ein bisschen. Boom. I believe I can explode. I believe the shrapnel spreads around. I believe my body shreds apart. And it's raining now bones and flesh down on the earth. On roof and people. On roofs and people. Entschuldigung. Ja, aber sonst klang das doch ganz gut, ne? Wenn you can understand the English. But it's very difficult for a lot of German Menschen. So, Aufklärung über Funkanfordern aufgeladen. Machen wir. Die Spitfires rufen wir jetzt noch nicht. Ich beschwere mich jetzt mal nicht. Guck mal, wir ersticken gerade gleich alle. Wir haben nicht mehr viel. Aber ich muss hier oben bleiben. Wir haben aber alle fortschrittliche Sauerstoffmasken an, also so ist nicht. Der ist so sauer, der Sauerstoff. Okay. Panzerbrechende Munition aufgeladen. Wo sind wir denn jetzt? Kann ich hier überhaupt navigieren? Nee, kann ich nicht. Aber ich werde jetzt bestimmt nicht nach unten fliegen. Ich bin ja nicht blöd. Aldemar, ich bin ja nicht blöd. Aber ich kann zwischen den beiden hindurchfliegen. Also gehen wir jetzt runter. Ja, genau. Hier gehen wir runter. Mhm.
als wenn, weißt du, wenn wir jetzt die Nase hochziehen würden, dann ist das Flugzeug halt Geschichte. Allein schon bei dem Sturzflug würde wahrscheinlich einiges abbrechen. Muss eigentlich der Unterschied beim Notsturzflug Plus, geht der länger oder ist der einfach gekonter? So, jetzt da lang bitte. Guck, wir haben noch so viel Sprit, wir machen jetzt mal Turbo. Turbo Plus! So, O2 geladen. Wir müssen aber nicht mehr nach oben, wir sind ja safe. Oh, da kommt noch einer. Spitfires rufen, markieren! Was ist denn da los? Ach so. Oh, das war aber sehr genau getroffen. Ich bin ja hier begeistert. Jetzt noch ein Abschiedsfeuerwerk für uns. Super. Super Sache, Harry, super Sache. Ne, komm, da ist das. Ah, ne, wir wollen ja. Oh, ach, das sind unsere Spitfires, ja. Spitfires. Feuerspucker. Komm, machen wir nochmal Turbo. Was ist los, weißt du? Jetzt haben wir voll den Sprit. So, nach Hause. Weißt du, das Spiel, stellt euch vor, man hat so man müsste noch den Flugplatz verwalten, ja? Und könnte die Spitfires upgraden, die einen Support oder so. Das Spiel hat so viel Potenzial, man hätte da so viel noch draus machen können. Ist halt schade, dass sie es eigentlich nicht gemacht haben. Es ist so, ja. Na, wir werden ja sehen. Bei Badlands Crew wird es wahrscheinlich nochmal einige. Kann man dann komplett sein eigenes Fahrzeug designen? Ist die Frage, ob das gut wird. Weil Space Crew war okay, aber nicht so geil wie Bomber Crew, tatsächlich. So. So, wir gehen nochmal zum Flugzeug und gucken, ob ich nochmal ein bisschen Panzerung upgraden kann, ohne dass es irgendwie. Guck mal, Flügel. Ja. Jetzt sind wir. Ich glaube, jetzt sind wir genau drauf. Okay. So Leute, das war 18 Minuten. Wir machen mal hier die Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder nächste Folge. Es war eine kritische Mission. Das war jetzt ein bisschen anstrengend. Oder was auch immer. Und sehen uns wieder nächste Mission. Da kommt die nächste. Dann, ja, und dann kommt Operation Nemesis. Und dann haben wir es wahrscheinlich schon. Also bis zur nächsten Folge. Bomber Crew, ihr seid die Besten. Haut rein.